Einen wundervollen guten Morgen, ihr digitalen Tomaten-Nomaden. Heute ist ein großartiger Tag. Zieht euch das mal rein. Was haben wir heute wieder für einen hammermäßigen Sonnenschein? Ich bin jetzt schon eine Weile wach und habe schon ein paar Sachen erledigt und habe gerade schon richtig getrunken und Frühstück gemacht und kann jetzt so megamäßig in den Tag starten, denn heute kriegen wir Besuch. Heute kommt Katharina in Barcelona an. Richtig, richtig cool. Sie bleibt hier für eine Woche und fliegt dann fast genau mit uns wieder nach Hause. Das wird auf jeden Fall fresh. Ich glaube, sie kommt heute am Nachmittag an oder sowas. Und ja, der Tag kann nur großartig werden. Zieht euch das rein. Jiha! So, Royal Rumble, herzlich willkommen zum, jetzt fliegt mir meine Hülle weg, das macht nichts. Herzlich willkommen zum Book Club Nummer 2, zweite Woche, zweites Buch. Ich habe es geschafft, gerade eben ist es fertig geworden. Ich habe gerade noch beim Frühstück machen die letzten 30 Minuten gehört. Und ja, Paradox of Choice von Barry Schwartz. Möchte ich euch eine kleine Review geben. Ich versuche mal, es ein bisschen kürzer, ein bisschen knapper zu halten als beim letzten Mal. Da ist es ja wirklich recht ausgeufert. Aber auch in diesem Buch steckt wieder richtig viel drin und ich will euch das natürlich nicht vorenthalten. Deswegen legen wir direkt los. Als Einstieg vielleicht, Paradox of Choice. Es geht im Prinzip darum, wie wir unsere Entscheidung treffen und dass mehr Entscheidung oder mehr Möglichkeiten nicht immer unbedingt besser ist, sondern es manchmal recht gut ist, sich da auch zu beschränken und weniger anzustreben. Und das spricht ja so ein bisschen dem Denken und dem Mindset in der heutigen Welt entgegen, wo alle immer sagen so, ja, mehr ist besser und mehr Kohle verdienen und mehr verschiedene Dinge haben und mehr Optionen haben. Aber das ist nicht so immer ganz, ganz richtig und das möchte ich euch einmal so ein bisschen ans Herz legen und ich habe mir wieder 5 Punkte rausgesucht, die wirklich meiner Meinung nach essentiell aus diesem Buch sind, die wir vor allem auch für uns als Blogger, YouTuber, Online-Business, Tomaten mit in unseren Alltag übernehmen können und die richtig, richtig hilfreich sind. Und zwar Punkt Nummer 1, ich habe es ja gerade schon kurz gesagt, mehr Optionen führt zu weniger Entscheidungen. Um das so ein bisschen zu veranschaulichen, möchte ich einmal ein schönes Experiment kurz schildern, das gemacht wurde. Und zwar, es wurde in einem Supermarkt, wurde ein Tisch aufgebaut und da wurden Marmeladen zum Testen gegeben. Und im ersten Versuchsaufbau gab es insgesamt 6 verschiedene Marmeladen zum Testen. Und hinterher, wenn die Leute probiert haben, hat man denen einen 1-Dollar-Gutschein gegeben auf so ein Marmeladenglas und dann konnten sie das für einen günstigeren Preis kaufen. Und dann hat man geguckt, wie viele Leute getestet haben und wie viele Leute es letztendlich gekauft haben. Im zweiten Versuchsaufbau gab es 24 verschiedene Marmeladen und dann wurden die Leute wieder gekostet und dann hat man wieder geguckt, wie viel es gekauft haben. Und das Spannende ist, was man ja eigentlich denken würde, 24 Marmeladen, dann gibt es ja viel mehr Auswahl, da ist für jeden was dabei, da werden viel mehr Leute gekauft haben. Aber Pustekuchen ist nicht so. Die 24 Marmeladen haben zwar mehr Leute zum Kosten angeregt und weil es sorgt halt einfach für mehr Aufmerksamkeit, wenn da 24 Marmeladengläser stehen, sind mehr Leute hingegangen und haben probiert. Letztendlich haben aber viel weniger gekauft, weil das ist einfach eine schwierige Entscheidung. Also wenn du 24 Optionen hast, dann fragst du dich, okay, die Brombeere jetzt mit Stückchen oder ohne Stückchen? Oder lieber eine Stachelbeere oder lieber eine Physalis oder Aprikose oder Mango oder Erdbeere oder was denn jetzt? Und dementsprechend haben viel weniger Leute gekauft, obwohl mehr probiert haben. Und 6 Marmeladen ist einfach eine leichtere Entscheidung. Da weißt du, okay, von den 6 schmecken dir vielleicht 3 gar nicht, hast du noch 3 übrig, ah, ich habe gerade Bock auf, nehme jetzt die Heidelbeere, zack, fertig. Und das ist einfach so spannend, wenn man so viele Optionen hat, fällt es einem viel schwieriger, sich zu entscheiden, weil man halt immer abwägen muss. Ah, was wäre denn damit? Oder vielleicht die oder vielleicht das. Es braucht halt einfach viel mehr Zeit und es braucht einfach viel mehr Kapazitäten. Und das ist auch der Grund, warum ich immer danach strebe, meine Entscheidung im Laufe des Tages einfach zu reduzieren. Zum Beispiel habt ihr ja gesehen in den letzten Videos, wenn ich Abendessen mache, ich esse seit 2 Wochen wahrscheinlich so gut wie jeden Abend einfach einen Gemüseteller mit einem Dip. Wenn wir mit einer Mango-Erdnusssoße oder mit Guacamole oder mit Basilikumpesto oder mit Tomatensoße. Und mehr habe ich eigentlich fast gar nicht im Repertoire. Morgens gibt es immer meinen grünen Smoothie. Das liegt halt einfach daran, dass ich weiß, wenn ich mich jetzt jeden Abend hinsetzen würde und machst du jetzt das oder machst du das oder das oder das oder das, dann würde ich aus dem Entscheiden gar nicht mehr rauskommen. Und das zieht einfach so viele Kapazitäten und das macht es einfach viel schwieriger, sich zu entscheiden. Deswegen, Leute, strebt nicht nach unendlich vielen Optionen, das tut keinem gut. Nächster Punkt, der so ein bisschen in die Richtung geht, ist, er stellt das Modell auf von Maximizern und von Satisfizern. Maximizer sind Menschen, die versuchen immer das Maximum rauszuholen, quasi so
typisch perfektionistisch, was man halt immer so sagt, die immer nach dem Besten streben und die jede, selbst wenn sie eine gute Option haben, nochmal, ah, kann ich das vielleicht noch verbessern? Und das sind ja Menschen, die in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich sehr anerkannt sind, weil man sagt ja immer so, du musst Gas geben und du darfst dich nicht mit 95% zufrieden geben und du musst immer neue Optionen ausloten und so weiter. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass solche Menschen zwar objektiv sehr erfolgreich sind, weil sie natürlich streben immer weiter und erreichen immer mehr und noch getweakt und noch ein bisschen mehr rausgeholt. Problem ist aber, die Leute sind viel unglücklicher, weil sie halt einfach das gar nicht schätzen können. Weil selbst wenn sie was super haben, selbst wenn sie haben jetzt hier den perfekten Urlaub und liegen jetzt irgendwo am Strand und es gibt leckere Cocktails und das Wetter ist perfekt und es ist alles wundervoll, dann sitzen sie immer noch da und überlegen sich, ah, aber was wäre denn, wenn ich jetzt doch Skifahren gegangen wäre, dann wäre es, vielleicht hätte es mir noch mehr Spaß gemacht. So. Und das Problem an der Sache ist halt einfach, du zweifelst immer an deinen eigenen Entscheidungen und das macht einen halt unglücklich. Und viel besser ist es, ein Satisfizer zu sein. Ein Satisfizer kommt von Satisfaction, bedeutet, wenn er etwas gefunden hat, was ihn zufriedenstellt, bumm, Ende der Diskussion, fertig. Und das ist viel besser. Zum Beispiel auch, wenn jetzt Leute irgendwie shoppen gehen. Du weißt jetzt, okay, ich brauche einen Pullover, ich würde gerne einen dunkelgrauen haben, der mich warm hält im Winter. So, dann gehen sie in den ersten Laden, finden einen Pullover, der ist ja ganz schick und der ist auch zu einem guten Preis so, aber der Maximizer denkt sich, ah, vielleicht gibt es ja im nächsten Laden noch einen besseren, der noch 5 Euro weniger kostet. Gehen in den nächsten Laden und der Satisfizer sagt, okay, Pullover passt, gefällt mir, annehmbarer Preis, kaufe ich, geht nach Hause. Und somit kürzt er seine Entscheidung, kürzt er seinen Prozess total ab. Der Maximizer geht noch in 3 Läden weiter, vielleicht sogar in 13 Läden weiter und wird immer unzufrieden, weil er immer merkt, ah, hier gibt's noch die Option und die gibt's noch und die gibt's noch und weiß am Ende gar nicht, was er nehmen soll und verbraucht einfach super viel Zeit. Und der Satisfizer geht nach Hause und setzt sich an seinen Laptop, erledigt produktive Dinge und hat viel mehr gekonnt, als jetzt 3 Stunden nach einem komischen Pullover zu suchen. Und deswegen, Leute, strebt nicht nach dem Perfekten, sondern strebt nach dem, was euch zufrieden macht. Und wenn ihr eine Option gefunden habt, wenn ihr jetzt fürs Abendessen, oh, ich könnte das, und dann habt ihr die erste Option, oh, das würde mir jetzt schmecken, das würde ich gerne essen, macht es sofort. Verschwendet nicht eure Zeit, indem ihr einfach dann noch 1000 andere und nochmal 3 Rezeptbücher und macht keinen Sinn, macht überhaupt keinen Sinn. Nächster Punkt, Sunk Costs. Sunk Costs sind im Prinzip, wenn man es übersetzen würde, versunkene Kosten. Das ist dieses schöne Prinzip, wenn jetzt, als Beispiel wird im Buch angeführt, da ist ein Typ, der hat sich eine Karte für ein Konzert gekauft. So. Und das Konzert ist jetzt am Abend. Und das Problem ist aber, er sitzt zu Hause, das Konzert ist in der Stadt, er müsste noch eine halbe Stunde mit dem Auto fahren und draußen ist ein krasser Schneesturm. Und der Typ hat eigentlich keine Lust rauszugehen. Aber er denkt sich, ich habe ja jetzt diese Konzertkarte gekauft. Ich habe ja jetzt 20 Euro dafür ausgegeben. Die muss ich jetzt auch rechtfertigen. Was macht er? Er geht raus, setzt sich in sein Auto, fährt hin, geht zu diesem Konzert. Obwohl er eigentlich gar keine Lust hat, aber die Tatsache, dass er schon so viel rein investiert hat, dass er schon das Geld ausgegeben hat, führt dazu, dass er es letztendlich macht. Und das ist meiner Meinung nach ein völliger Schwachsinn, weil es ist viel besser, die Situation so zu bewerten, wie sie jetzt ist, weil die 20 Euro sind weg, das Schiff ist abgesegelt. Du kannst dich jetzt entscheiden, ob du lieber das machst, worauf du Lust hast, oder ob du das machst, worauf du keine Lust hast. Also im Prinzip, selbst wenn du jetzt zu diesem Konzert gehst, sind ja die 20 Euro trotzdem ausgegeben. Also sie sind so oder so ausgegeben, ob du jetzt hingehst oder ob du nicht hingehst. Du kannst einfach das machen, was dir mehr Spaß macht. Und wenn es dir mehr Spaß machen würde, zu Hause am Kamin zu sitzen und ein Buch zu lesen, als zu diesem Konzert zu gehen, dann mach es. Aber dieses Prinzip ist einfach so verbreitet, das ist auch der Grund, warum Leute, die Schuhe shoppen waren und dann welche gekauft haben, die zu klein sind, die bleiben Monate im Schrank stehen, weil wenn man jetzt sich jetzt eingestehen würde, dass man die jetzt zu klein gekauft hat, dann würde man ja quasi sich eingestehen, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Und das ist halt schmerzhaft. Deswegen lässt man lieber im Schrank stehen. Ah, vielleicht passen sie mir noch. Oder vielleicht kann ich sie mal tragen. Oder irgendwie ein bisschen auspolstern. Oder vielleicht wird es ja noch irgendwie gehen. Aber Leute, das Schiff ist einfach abgefahren. Die Schuhe sind gekauft. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr lieber bequeme Schuhe tragen wollt oder ob ihr lieber unbequeme Schuhe tragen wollt. Und ja. Und das ist jetzt ein kleines Beispiel. Aber was halt einfach noch viel, viel größer ist, was ich immer wieder sehe, dass Leute sagen, ich habe voll Lust, hier so ein eigenes Online-Business zu starten und so einen YouTube-Kanal und so einen Blog und so weiter. Aber das würde mich richtig, richtig erfüllen. Aber ich bin ja hier noch in meinem Studium drin und ich habe jetzt schon 5 Semester studiert. Ich habe nur noch irgendwie 3 vor mir und deswegen, ich ziehe das jetzt noch durch. Ich habe da schon so viel rein investiert. Aber Leute, ganz ehrlich, das ist eine völlig schwachsinnige Denke, weil die 5 Semester, die sind gemacht. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr lieber
noch 3 Semester weiter studieren wollt oder ob ihr lieber das machen wollt, was ihr liebt. Ich will damit jetzt natürlich nicht sagen, dass ihr jetzt alle alles quitten sollt, was ihr macht und sofort all in gehen sollt. Das natürlich nicht. Aber wenn ihr vor der Entscheidung, ich kenne viele Blogger, die haben schon eine riesige Reichweite und die könnten auch schon damit Geld verdienen oder machen teilweise sogar schon, aber sie haben halt trotzdem Angst, die Zeit, die sie jetzt schon in die Uni investiert haben, sozusagen sich einzugestehen, das war ein Fehler. Ich habe jetzt fünf Semester gewastet, aber die Sache ist halt einfach mal die sind eh weg. Die sind eh weg, egal was du jetzt machst. Und wenn du jetzt noch die 3 Semester weiter studierst, dann ja, kannst du dich halt fragen, okay, war das jetzt eine gute Entscheidung oder ist es eine bessere Entscheidung, jetzt stattdessen die 1,5 Jahre in meinen Blog zu investieren und dann was Fettes aufgebaut zu haben und davon leben zu können? Oder will man lieber sagen, ich habe das Studium abgeschlossen? Die Entscheidung muss jeder selbst treffen. Nächster Punkt. Wir überschätzen die Auswirkung von Dingen oder beziehungsweise wir überschätzen die Auswirkung, die Dinge auf uns haben. Zum Beispiel ein sehr, sehr spannendes Experiment, was in dem Buch angeführt ist, ist, es wurden Leute, die genau jetzt, heute gerade im Lotto gewonnen haben, wurden befragt nach ihrer Happiness. Und haben sie natürlich gesagt, geil, King of the World und so weiter. Klar, wenn du im Lotto gewonnen hast, richtig cool. Und dann wurden Leute befragt, die jetzt heute gerade die vernichtende Diagnose bekommen haben, dass sie im Rollstuhl sind und nicht mehr laufen können. Und was haben die gesagt? Natürlich, Leben ist vorbei, sind mega unglücklich und so weiter. Ganz klar, würde jemand auch erwarten. Und dann, das was spannend ist, wurde nach 6 Monaten wurden die gleichen Leute wieder befragt. Und wisst ihr, was witzig ist? Ist genau gleich. Diese anfängliche Hoch und dieses anfängliche Tief hat total abgenommen. Beide Leute oder beziehungsweise alle Leute waren im Schnitt auf dem gleichen Level, egal ob sie vor 6 Monaten im Lotto gewonnen haben oder ob sie vor 6 Monaten in den Rollstuhl gekommen sind. Weil unser Körper gewöhnt sich halt einfach an Dinge. Ganz klar. Und das ist im positiven wie im negativen Ding. So, wenn wir jetzt hier, wir haben jetzt ein neues Auto gekauft, dann ist es zwar am Anfang fett, aber nach 3 Monaten oder sowas fühlt sich schon nicht mehr so geil an. Und das ist ganz normal, dagegen können wir nichts machen. Unser Körper gewöhnt sich an gute Dinge wie auch an schlechte. Wenn wir eine richtig harte Zeit durchstehen, dann gewöhnt sich unser Körper an den Schmerz, um uns halt einfach zu beschützen, damit uns das nicht zu sehr zusetzt. Und ja, das ist halt einfach, so funktioniert das Leben halt. Deswegen ist es halt wichtig, positive Dinge in seinem Leben sich immer wieder ins Gedächtnis zurückzurufen, damit es halt nicht passiert, dass wir irgendwann da sitzen und alles irgendwie haben und uns denken so, das ist ja gar nicht so dolle. Und da ist einfach das Stichwort Dankbarkeit ausdrücken. Ich habe jetzt, durch dieses Buch wurde ich inspiriert, mir ein kleines Dankbarkeitsjournal anzulegen. Ich habe mir jetzt in der Evernote-App auf dem Handy, habe ich mir jetzt ein Dokument angelegt, wo ich jeden Tag, bevor ich schlafen gehe, eintrage, 5 Dinge, für die ich dankbar bin. Entweder Dinge, die mir an dem Tag passiert sind, was schön war, was gut gelaufen ist, oder generell Dinge, für die ich dankbar bin, Menschen in meinem Leben, Dinge, die ich tun kann, die Freiheit, die ich habe, was auch immer. 5 Dinge, die mich an diesem Tag besonders irgendwie berühren, trage ich in dieses Dankbarkeitsjournal ein. Und das fühlt sich am Anfang vielleicht ein bisschen merkwürdig an, setzt man sich hin und denkt sich, Dankbarkeit, irgendwie komisch. Aber wenn man sich daran gewöhnt, dann ist es eine super Sache, weil es dazu führt, dass man Dinge mehr schätzen kann. Und da ist es auch super, kleine Dinge einzutragen, wie zum Beispiel, heute hat mein grüner Smoothie besonders gut geschmeckt. Oder die Kassiererin im Supermarkt war heute richtig nett zu mir und hat mir einen schönen Tag gewünscht. Oder solche kleinen Dinge kann man da eintragen. Und das ist wirklich super, um sich das ins Gedächtnis wieder zurückzurufen, wie gut es einem geht und was einem wirklich, ja, dass einem die ganze Welt irgendwie offen steht. Und das ist eine schöne Sache, deswegen, und es trägt einfach dazu bei, dass man sich nicht zu schnell an solche positiven Dinge gewöhnt und dann irgendwann da sitzt und irgendwie denkt so, das ist ja gar nicht so dolle. Und letzter Punkt, jetzt noch was ganz Konkretes aus diesem Buch ist, was wir direkt wirklich konkret umsetzen können, ist zum Thema Preisgestaltung. Ich höre es immer wieder, es ist eine sehr, 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 sehr interessante Frage. Wenn man jetzt etwas verkauft, sagen wir mal, verkauft jetzt ein E-Book oder einen Kurs oder ein Coaching, wie soll man seine Preise festsetzen? Und da ein sehr, sehr spannendes Beispiel, was mich zum Nachdenken angeregt hat, ist, wenn du in einen Laden gehst und du bist auf der Suche nach einem neuen Jackett. Und dann gehst du in den Laden und da findest du ein Jackett, das gefällt dir richtig gut und es kostet 500 Euro. Und dann denkst du, wow, ganz schön teuer. Und dann guckst du aber die anderen Jackets an und dann siehst du, eins kostet 800, eins kostet 1200, eins kostet 950. Dann denkst du dir, 500 Euro ist ganz schön billig, ist ja voll das Schnäppchen, nehme ich. Und jetzt stell dir vor, du gehst in einen anderen Laden und da siehst du das gleiche Jackett, kostet auch 500 Euro und denkst dir, ziemlich cool. Und dann guckst du weiter und ziehst dir die anderen rein und dann siehst du 200 Euro, 350 Euro, 150 Euro und dann denkst du, wow, 500 ist ganz schön teuer. Das will ich mir jetzt nicht unbedingt leisten. Und das ist, obwohl das gleiche Jackett ist. Das Spannende ist, Preise wirken immer als Anker füreinander. Heißt,
wie ein Preis wirkt, wird immer dadurch bestimmt, was sonst noch zur Verfügung steht. Und deswegen bin ich ein großer Fan in der Preisgestaltung von, zum Beispiel angenommen, du bringst jetzt einen Online-Kurs raus. Dann ist es immer super cool, drei verschiedene Optionen zu haben. Und zwar eine Option, die absolute Basic-Option, wo, sagen wir mal, einfach mal nur die Videolektionen dabei sind. Dann eine fortgeschrittene Version sozusagen, wo es die Videolektionen gibt und noch 2 Stunden Bonusmaterial mit Interviews und allem drum und dran. Und dann gibt es noch die High-End-Version mit den Videolektionen und dem Bonusmaterial und noch einer halbstündigen Skype-Session mit dir und Zugang zu einer Mastermind-Gruppe oder sowas. Und das ist natürlich auch klar, die Basic-Version ist am günstigsten, mittlere ist am mittelsten und die High-End-Version ist am teuersten. Und das ist sehr, sehr schön, weil psychologisch die Leute sehen, okay, angenommen, die Basic-Version kostet 150 Euro, die mittlere Version kostet 200 Euro und die High-End-Version kostet 300 Euro. Dann denken sich Leute, wenn du jetzt, sagen wir mal, du wirst nur diese Basic-Option anbieten für 150 Euro, dann vergleichen Leute deine 150 Euro gegen das, was sonst am Markt gibt. Was kostet denn sonst so ein Online-Kurs in dem Bereich? Und können dann entweder sehen, okay, 150 Euro ist ganz günstig oder 150 Euro ist recht teuer im Vergleich. Und was aber schön ist, wenn du mehrere Optionen anbietest, wie jetzt in dem Fall 3, dann vergleichen die Leute nicht das mit dem, was es sonst am Markt gibt, sondern sie vergleichen die 3 Optionen untereinander. Heißt, sie vergleichen das, was du zur Verfügung stellst. Und das ist sehr, sehr schön. Und sehen dann so, die High-End-Version kostet 300 Euro. Das ist aber ganz schön knackig. Und gegen 300 Euro wirkt die Basic und die mittlere Version mit jeweils 150 oder 200 Euro echt ziemlich günstig. Und kaufen viel eher, weil der teure Preis quasi als Anker wirkt für die anderen beiden. Und kaufen dann viel eher, als würdest du nur die günstige oder nur die beiden Optionen anbieten. Und das ist das Schöne. Deswegen würde ich jedem empfehlen, immer eine High-End-Option hinzuzufügen, auch wenn die am Ende niemand kauft. Das ist völlig egal. Oder macht es richtig krass. Sagt, die High-End-Version kostet 700 Euro und dafür gibt es irgendwie jede Woche noch 2 Stunden Skype mit dir und irgendwie noch, keine Ahnung, was weiß ich, so richtig, richtig, richtig krass. Und auch wenn sich das niemand leisten kann, wenn es jemand kauft, ist natürlich auch nice, fette Einnahme. Aber auch wenn es niemand kauft, völlig egal, es wirkt als Anker für die bisherigen beiden und sorgt dafür, dass die einfach günstiger wirken und dass die Leute das eher kaufen. Das war's. Paradox of Choice. Großartiges Buch von Barry Schwartz. Es ist recht lang, ich habe es als Hörbuch gehört, über 8 Stunden. An manchen Stellen wurde es ein bisschen langatmig, aber an manchen Stellen war es auch richtig, richtig spannend. Also kann es jedem nur ans Herz legen. Der Bock hat, sich mit solchen psychologischen Themen zu beschäftigen, herauszufinden, wie wir Entscheidungen treffen. Und ja, im Video habe ich jetzt schon ein paar Sachen reingepackt, aber da ist noch viel mehr drin. In meinem Evernote-Dokument, was ich mir aufgeschrieben habe, keine Ahnung, 25, 30, 35 Stichpunkte von wichtigen Dingen. Ich muss jetzt gerade echt gucken, welche die 5 wichtigsten sind, die ich in dieses Video quetschen will. Ja, ich packe euch unten den Link in die Videobeschreibung, zieht euch das Buch rein, es rockt. Und für die kommende Woche gibt es natürlich auch wieder eins, das gebe ich aber nachher bekannt. So, aufgefrühstückt, jetzt geht's zum Bobolitas, wie immer. Und Katharina ist gerade gelandet, hat sie mir gerade geschrieben. Vielleicht gesellt sie sich ja nachher dazu. Mal gucken. Katharinas erste Live-Appearance in der Tomatenshow. Und ich bin bei Skype. Voll cool. Platano sind Bananen, ne? Genau. Yes! Cool. Der schmeckt richtig, richtig lecker auf jeden Fall. Okay. Den hatte ich hatte eigentlich schon fast alle. Dompron ist auch richtig lecker. Ist dir was Freshes? Meine Nachricht? Von vor einer Woche. Ist immer noch da. Katharina malt auch eine. Yay, du musst einen Link dazu machen. Wenn Werbung denn richtig.
Yeah, ja, Mittagspause um 6:30 oder sowas. Wir haben uns jetzt hier mal geile Feigen und die megamäßigsten Erdbeeren ever einfach mal geholt. Die sind so lecker. Und dank Katharina bin ich jetzt voll auf dem Okra-Show drin. Das Zeug ist eigentlich echt nicht so übel, wie ich es gedacht habe. Es schleimt zwar ein bisschen, aber ist irgendwie cool. Kann ich nur jedem empfehlen, mal auszuprobieren. Zack, alles, fast alles aufgegessen. Die ganzen 1,811 Millionen Kilo Erdbeeren haben wir jetzt komplett gekillt. Katharina, erstes Feedback zu Barcelona? Richtig, richtig geil. Danke für die Einladung. Nicht so schlecht, oder? Wir sitzen jetzt hier am Hafen. Da hinten ist die Sonne und es ist einfach eine wahre Freude. Katharina hat schon neue Freunde gefunden. Das lustigste ever, wenn zwei Leute nebeneinander laufen und beide eine Kamera auf sich halten und alle Leute denken, was geht mit denen. Wir waren zwar gerade erst auf dem Markt, aber wir sind schon wieder da. Katharina kauft fleißig ein, aber ich auch. Muss sie doch irgendwie kochen. Eben. Die Bananen sind aber voll braun. Kann man die noch essen? Die muss man wegschmeißen, glaube ich. Ich glaube, die gehen nicht mehr. Keine Bananen. Katharina kriegt gerade ihre komplette Urlaubskasse. Ja, genau. Früchte schauen bei Excel. Mangos, es lohnt sich sowas von. Oh, Mangos und Chirimoyas. Oh, Chirimoyas sind auch zum Reinlegen. Gleich wird das erste Mal Chirimoya probiert. Ja. Okay, Chirimoya-Premiere. Die ist so weich. Oh mein die kann Gott, man einfach mal geil. So aufmachen. Alter, wie wundervoll. Eigentlich braucht man einen Löffel, aber Katharina braucht keinen Löffel. Die sind richtig geil. Die sind gut? Mhm. Oh Gott, ist die geil. Willst du ein Stück? Ja. Also in der Öffentlichkeit Chirimoya essen ist auf jeden Fall direkt nach Brokkoli essen das, was am meisten Aufmerksamkeit erregt. Zack, Vorräte wieder aufgefüllt. Es gibt wieder alles wundervoll, so wie eine Küche aussehen muss. Kühlschrank ist aufgefüllt. Fett Spinat. Chirimoyas. Oh yeah. Katharina hat so viel gegessen, dass sie jetzt völlig am Ende ist. Die Chirimoyas haben mich voll platt gemacht. Foodkoma vom Feinsten. So, Abendessenzeit, endlich. Richtig Hunger. Ich habe gerade noch mit meinem Mastermind-Buddy Ben geskypt für seinen zukünftigen Online-Kurs, der nächste Woche rauskommt. Das wird schon mal übergut. Das werde ich dann auf jeden Fall nochmal ausführlich promoten, wenn es soweit ist. Jetzt gibt es aber erstmal Basilikumpesto und ganz viel Gemüse und Neuentdeckung Okra. Sehr gut. Katharina, hast du schon deinen Stempel hinterlassen bei uns sozusagen? Und Olli traut sich nicht, sie zu probieren. Komm, einfach Olli. Rein. Vor los. Cam. Ja, ich habe ihn gegessen. Ja. Nicht so schlimm wie gedacht? Ja. Okay, oder? Ein bisschen schleimig. Schleimig. Ja, ist okay. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Richtig Hunger. So, und dann habe ich natürlich noch das Buch für diese Woche am Start. Das möchte ich euch natürlich noch nicht vorenthalten. Und zwar, ich habe mich entschieden für The Art of Work von Jeff Goins. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ich habe letztens einen Podcast mit ihm gehört. Und da bin ich sehr gespannt. The Proven Path to Discovering What You Were Meant to Do. Klingt schon mal spannend. Das werde ich mir jetzt die Woche über reinziehen. Und dann gibt es natürlich nächste Woche mein Resümee davon. In diesem Sinne, eine wundervolle gute Nacht. Lasst es euch gut gehen oder einen guten Tag oder wann auch immer ihr das Video schaut. Wir sehen uns morgen wieder. Katharina ist natürlich auch dabei. Bis Leute. Bis dann. Ciao.